Zum Thema Distributivität. Wir berechnen dieses Produkt 3 mal 5 plus 4. Zuerst rechnen wir die Klammer. 5 plus 4, das macht 9. Und 3 mal diese 9, das macht 27. Jetzt rechnen wir dies. Wir rechnen 3 mal 5 plus 3 mal 4. Wir rechnen 3 mal 5 plus 3 mal 4. Zuerst natürlich die Punktrechnungen. 3 mal 5 macht 15, 3 mal 4 macht 12 und 15 plus 12, das macht 27. Genau wie da oben. Woraus wir schließen, dass diese beiden Rechnungen übereinstimmen. Schauen wir, was wir gemacht haben von da nach da. Wir rechnen 3 mal die 5. 3 mal die 5 und dann plus 3 mal die 4. Schauen wir doch in diesem Beispiel. 7 mal 8 minus 6, wir rechnen zuerst die Klammer, 8 minus 6, das macht 2 und 7 mal diese 2, das macht 14. Jetzt nehmen wir diese Rechnung vor, wir rechnen 7 mal 8, 7 mal 8, plus 7 mal minus 6. 7 mal minus 6. In dieser Rechnung natürlich zuerst die Punktrechnungen. 7 mal 8, das macht 56. 7 mal minus 6, das macht minus 42. Und jetzt die Strichrechnung. 56 minus 42, das macht 14. Wir haben genau dieselbe Antwort wie da oben. Woraus wir schließen, dass diese beiden Rechnungen übereinstimmen. Schauen wir, was wir gemacht haben. 7 mal 8, 7 mal 8, plus 7 mal minus 6, 7 mal minus 6. Also wurde diese 7 auf 8 und auf minus 6 verteilt. Genau wie hier, diese 3 wurde auf 5 und auf 4 verteilt. Diese Eigenschaft, dass das dieselbe Antwort ergibt, nennt man die Verteilbarkeit der Multiplikation gegenüber der Addition oder auch die Distributivität der Multiplikation gegenüber der Addition. Und diese Eigenschaft können wir sofort verallgemeinern. Hier sind A, B, C rationale Zahlen und es gilt allgemein A mal B plus C. Das ist genau dasselbe wie A mal B plus A mal C. So. Und diese Eigenschaft nennt man die Distributivität der Multiplikation gegenüber der Addition. Jetzt schauen wir noch dieses Beispiel. Wir rechnen 2 plus 3 mal 4 plus 5. 2 plus 3, das macht 5. 4 plus 5, das macht 9. Also diese 5 mal diese 9, das ergibt 45. Jetzt machen wir folgende Rechnung. Wir rechnen 2 mal 4, 2 mal 4, plus 2 mal 5, plus 2 mal 5, plus 3 mal 4, plus 3 mal 4, plus 3 mal 5, 3 mal 5. In dieser Rechnung nehmen wir zuerst die Punktrechnungen vor. Das heißt, 2 mal 4 macht 8, 2 mal 5 macht 10, 3 mal 4 macht 12 und 3 mal 5 macht 15. Und jetzt addieren wir diese Zahlen und finden 45, genau wie darüber bei dieser Rechnung. Darauf schließen wir also, dass beide Rechnungen zum selben Ergebnis führen. Also, diese 2 kann auf 4 plus 5 verteilt werden. Wir rechnen 2 mal 4 plus 2 mal 5, so. Und dann wird diese 3 auch noch auf diese Klammer verteilt, das heißt 3 mal 4 plus 3 mal 5. So. Und diese Eigenschaft können wir sofort verallgemeinern und benennen sie mit doppelter Distributivität. A, B, C und D sind rationale Zahlen und es gilt immer A plus B mal C plus D, das ist A mal C plus A mal D plus B mal C
plus b mal d. Wir haben hier also diese Zahl a auf diese Klammer verteilt und anschließend auch noch diese Zahl b auf diese Klammer verteilt. Schauen wir uns das in drei weiteren Beispielen an. Wir sollen hier a mal diese Klammer berechnen. Durch die Distributivität wissen wir können rechnen a mal a Quadrat plus a mal 4ab plus a mal a hoch 3b, also so. Und a mal a Quadrat, das ist a hoch 1 mal a hoch 2, also a hoch 1 plus 2, das heißt a hoch 3. Hier haben wir a mal a, das macht a Quadrat, und hier haben wir a hoch 1 mal a hoch 3, das macht a hoch 4. Also so wurde dieses a auf diese Klammer verteilt. Schauen wir dieses Beispiel. A plus b mal a minus b. Hier wenden wir natürlich die doppelte Distributivität an. Das heißt, wir rechnen a mal a plus a mal minus b plus b mal a plus b mal minus b. So erhalten wir also a mal a minus a mal b plus b mal a minus b mal b. A mal a, das macht a Quadrat. Minus b mal b, das macht minus b Quadrat. Und die zwei inneren Termen verschwinden. Denn minus die Zahl ab plus die Zahl ab, das macht 0. Letztendlich bleibt also a Quadrat minus b Quadrat übrig. Ein letztes Beispiel. Wir sollen diese Zahl auf diese Klammer verteilen. Dann machen wir das. Wir rechnen also diese Zahl mal die plus diese Zahl mal die plus diese Zahl mal minus die. So stoßen wir auf diese Rechnung. Und jetzt schauen wir in den einzelnen Termen dieser Rechnung. Wir haben hier 3 mal 5, das macht 15. X hoch 2 mal x hoch 3, das macht x hoch 5. Und y mal y, das macht y im Quadrat. Also so. Der zweite Term. 3 mal 4, das macht 12. X hoch 2 mal x hoch 1, das macht x hoch 3. Und y hoch 1 mal y hoch 2, das macht y hoch 3. Jetzt noch minus dieses Produkt. 3 mal 2 macht 6. X hoch 2 mal x hoch 1, das macht x hoch 3. Und y hoch 1 mal y hoch 1, das macht y hoch 2. Und diese Übung ist ebenfalls beendet.